Natürlich war das für Deutschland ein bitteres Gegentor in der 96. Spielminute gegen die Spanier, aber man kann auf diesem 1:1 durchaus aufbauen. Die Schweiz hingegen konnte nicht mal einen Punkt holen. Gegen die Ukraine musste man sich 2:1 geschlagen geben. Das war unter dem Strich dann doch eine eher enttäuschende Nummer. Jetzt wollte man gegen Deutschland, den etwas größeren Nachbarn, das Ganze wieder gut machen. Aber Deutschland versuchte auch von Beginn an das vorne klar zu machen und Gündogan verteilt den Ball zu Kroos. Werner, Draxler, dann geht das in der Mitte mal schnell vonstatten. Elvedi und Xhaka bringen sich da selber in Bedrängnis. Timo Werner ist aufmerksam, der Torschütze vom Spiel gegen Spanien. Erstmal wieder geklärt, trotzdem in die Spitze der Ball und da ist Julian Draxler. 7. Spielminute, das 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Da hat sich der Druck ausgezahlt, der vorne ausgeübt wurde. Die Schweizer bekommen es einfach nicht geklärt. Das ist kein Abseits. Rodriguez hebt es da mit auf. Und Jan Sommer steht wohl auch etwas zu weit vor seinem Kasten, sodass Draxler den Ball ins Netz lupfen kann. Aber in der Folge drehte sich die Partie komplett, das Blatt wendete sich, die Schweiz übernahm komplett. Dann wollte Steffen diesen Freistoß hier im Halbfeld erst schnell ausführen, nimmt sich dann aber doch die Zeit, bringt ihn auf den zweiten Pfosten und da ist Embolo. Schweiz ja eine Zusammenstellung aus vielen Spielern der ersten deutschen Bundesliga. Und das war hier auch durchaus mittlerweile ein Spiel auf Augenhöhe, nachdem Deutschland am Anfang sehr stark war, machte Schweiz das jetzt überragend, möchte man fast sagen. Babu mit der Flanke, Trapp kommt nicht gut raus und legt auf für Ricardo Rodriguez. Und auch den kennen wir, ehemaliger Wolfsburger, 20. Minute, das 1:1. Der Ausgleich im St. Jakob Park. Auch verdient. Trapp irrt da durch den eigenen 16er. Kommt zwar erst dran, klärt aber vor die Füße von Rodriguez. Das Tor ist dann verwaist. Und das lässt sich der Verteidiger nicht nehmen. Die Schweiz scheute sich auch nicht davor, von hinten spielerisch die Situation zu lösen. Mbabu, Embolo weitergeleitet, Gavranovic, quergelegt, Seferovic. Auch nicht verkehrt, 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Die Schweiz drückend überlegen. Und die Elf von Jogi Löw musste sich jetzt wirklich zusammenreißen. Ansonsten würde es das sogar noch mit dem Unentschieden zur Pause gewesen sein. Die Schweiz legte nochmal nach. Mbabu und Seferovic. Sehr agil da vorne. Gavranovic zu Embolo. 2:1. Aber mit einem Makel. Der Fuß von Embolo im Abseits. Treffer wurde dann folgerichtig zurückgenommen. Zur Pause stand es 1:1. Das war nach gutem Beginn für Deutschland extrem schmeichelhaft. Rodriguez hatte zumindest den Ausgleich erzielt in der 20. Minute, aber das war eine richtig enttäuschende Leistung, die Deutschland dann letztendlich ablieferte. Und auch im zweiten Durchgang sah es dann wieder ähnlich aus. Fehler von Gosens. Xhaka fängt den Ball ab. Gavranovic, es geht dann wieder schnell in die Spitze. Seferovic zu Renato Steffen. Und Kevin Trapp mit der Parade. Auch er nicht fehlerlos beim Spiel gegen die Spanier zuletzt. Da hatten sich die Fehler dann aber nicht negativ ausgezahlt. Sie wurden nicht bestraft. Glück für Kevin Trapp. Aber jetzt wurde er gehörig unter Druck gesetzt. Kehrer mit dem Fehler im Spielaufbau. Gavranovic perfekt freigespielt von Xhaka. Und diesmal kann sich Kevin Trapp so richtig auszeichnen. Der muss aber aus Schweizer Sicht auch sitzen, ist klar.
10 Minuten gerade mal gespielt. Nächste Riesenmöglichkeit. Haris Seferovic. Mit Frankfurter Vergangenheit. Kevin Trapp, jetziger Frankfurter. Das ist mittlerweile ein super Auftritt, den Trapp da hinlegt. Und es ist fast ein Solostück, was er hier wirklich zeigt. Und dann gab es auch noch in der 60. Minute Strafstoß. Emre Can gegen Embolo komplett ungestüm. Die Elf von Wladimir Petkovic mit dem Strafstoß. Zu Recht wird er hier zugesprochen. Und Embolo nimmt sich der Sache an. Schickt Trapp in die falsche Ecke. 61. Minute, das 2:1 für die Schweiz. Partie gedreht. Und darüber, wie verdient das Ganze ist, muss man gar nicht sprechen, wenn man sich den Spielverlauf vor Augen führt. Der ist perfekt platziert. Selbst wenn Kevin Trapp diese Ecke geahnt hätte, ob er den pariert, ist fraglich. Der küsst sogar fast noch das Aluminium, wenn er es nicht gar tut. Und Jogi Löw hatte jetzt Probleme. 20 Minuten noch. Die Schweiz hörte aber nicht auf, wollte das 3:1 nachlegen. Embolo mit der Hacke. Seferovic zum ersten. Seferovic zum zweiten. Das war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Vielleicht ja mal eine Standardsituation. Toni Kroos legt sich den Ball zurecht für diesen Freistoß. Stehen noch ein, zwei Spieler mit dabei. Gute Position, 22 Meter Torentfernung. Toni Kroos nimmt sich der Sache an und gleicht aus. 77. Minute. Dabei profitiert er erstmal von einer überragenden Schusstechnik, aber auch von einer Irritation seitens Jan Sommer. Die Mauer bleibt stehen, macht sich nicht lang. Dreht sich weg sogar, der geht durch die Mauer durch und dann sieht Jan Sommer alt aus. Aber das ist eine Co-Produktion aus Stellungsfehler in der Mauer und Jan Sommer, der dann doch überrascht, ob dieses Balls war. Und plötzlich noch einmal Deutschland. Sollten sie das Ganze jetzt sogar noch drehen? Kehrer und Kai Havertz, der probiert es, aber kann Jan Sommer so nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Das war das letzte Highlight der Partie. Es bleibt bei diesem 2:2, trotzdem sehr glücklich für Deutschland. Das war wirklich ein extrem schwacher Auftritt und die Schweiz muss sich ärgern, dass sie hier nur mit einem 2:2 aus dem St. Jakob Park gehen.